Antietam, Sharpsburg. Nach einer Serie von Erfolgen war die Moral von General Lees Truppen hoch. Er entschied, dass die Zeit für einen Vorstoß in den Norden gekommen war. Ein Sieg auf gegnerischem Boden würde die Moral der Nordstaaten schwächen und den Konföderierten die verwehrte internationale Legitimität geben. Beide Seiten sind nun mit weitaus gefährlicheren Waffen ausgestattet. Die Armeen sind weit auseinandergezogen und so gewinnt diejenige Seite, die isolierte Truppenteile des Gegners überwältigen kann. Der Süden ist zahlenmäßig fast 2:1 unterlegen, muss dabei Brücken und Pforten unter Kontrolle und die Unionstruppen zersprengt halten. Diese wiederum müssen den Fluss überqueren und ihre zahlenmäßige Überlegenheit sowie ihre starke Artillerie ausspielen, um die Rebellen mit vereinten Kräften anzugreifen. Beide Seiten sollten auf versteckte Furten achten. Ja, und wir sehen hier auch schon, was unsere Hauptprobleme sind, eben die zahlenmäßige Überlegenheit der Union und die starke Artillerie. Gut, dann fangen wir auch schon mal an. Und zwar müssen wir jetzt schauen mit der Aufstellung. Was? Müssen wir mal schauen mit der Aufstellung, dass wir uns da richtig aufstellen. Logischerweise. Und zwar müssen wir ja irgendwie. Ah, ich will da mit den AWSD. Ich habe irgendwie das Gefühl, das sei ein Shooter und deshalb habe ich da mit den AWSD. Ich muss schauen, im Nordosten muss eine sehr starke Einheit. Ich glaube, was haben wir denn da? Ja, das sind alle relativ. Ich glaube, da oben, die sind relativ stark. Ja, 3000, der wäre natürlich wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass wir den rechtzeitig dorthin bekommen. Deshalb mache ich jetzt Folgendes. Ich werde jetzt den, jetzt muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. Muss ich gleich mal schauen, wie ich das mache. So weit nach vorne. Ach komm. Man muss schon relativ nahe ran, aber ich weiß nicht, bin ich jetzt zu nahe oder ist das gut? Komm, lassen wir es mal so. Genau, und oberhalb der Straße. ah ja, das sind ja starke Einheiten. Das ist ja wunderbar. Gut, dann werde ich gleich die verwenden. die schwächeren nehme ich dann da unten. Die Artillerie hier verlege ich vor. Ich werde mal einfach die Artillerien. Aufprotzen, sagt man im Lab, dass wir sie dann einfach bewegen können und genau die werden die Formation in die Marschkolonne ändern. Die hier auch. Und die hier auch, damit wir sie möglichst schnell dann zur Verfügung haben, weil der Gegner wird keine Zeit versäumen, uns anzugreifen. Genau, nach oben mit dir. Die sind auch noch abgeprotzt. Wenn wir die aufprotzen. Das tönt so, aufprotzen. Ey, du Protz. Ich protze. Protze da mit meinen Kanonen. So. 548er, genau, auf das muss ich ja auch achten. Ah, da unten ist auch noch einer. Auf das muss ich auch noch achten. Dass ich die, genau der bleibt zum Beispiel jetzt eher unten, aber dass ich eben die, die schwächer sind, dass ich die hier im hier unten lasse. Die können mal nach oben kommen. Genau. Da hat es noch Kanonen. Ja, das ist halt am Anfang mit den Manövern, vor allem wenn man es wie hier, wie ich mache, dass eigentlich quasi die Anfangs Aufstellung grundlegend ändert, dann ist es immer mit ein bisschen aufwendig. Man muss da auch aufpassen, dass man nicht zu viel Zeit verliert.
weil diese Zeit fehlt dann erstens im Kampf gegen den Gegner und zweitens ja, schwächt es auch die können sich ein bisschen Zeit lassen, weil von unten wird es länger dauern, bis uns der Gegner angreift, aber der Norden, also beziehungsweise die nördliche Verteidigungslinie, die muss relativ rasch stehen. Da ist eine starke Einheit, die hier ist auch noch stark. Haben wir noch die Kavallerie? Habe ich hier alle bewegt? Nein, hier ist noch. Und hier, gut. Haben wir gemacht. Das ist auch gut. Hier 561 nach oben, 635 nach oben, hier nach oben. Die gehen nach unten. Der auch, der ist ganz schwach, also das ist fast schon, ja. Muss ich mal schauen. Ja, genau, die Kanone hier nach oben, die ist sehr wichtig. Den hier auch nach oben, nach oben, nach oben. Die hier haben wir schon bewegt. Hier ist noch eine Kavallerie. Das sind wirklich weit verstreut unsere Truppen. Aber ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Haben wir mal alle bewegt? Gut. In der nächsten Runde wird es dann nicht mehr so aufwendig, weil wir haben ja, ich werde zur Sicherheit wieder speichern nach jeder Runde, falls irgendwann mal was passiert, dass ich da laden kann. Genau. Die werden sich schon mal eingraben hier. Der geht auch hier hin. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich zu weit vorne bin. Aber ich glaube, das werden wir dann noch früh werden wir dann noch früh genug erfahren. So, ja, ich glaube, den nehme ich auch noch hier hin. Aber dann jetzt mal schauen, soll ich die, da muss ich noch schauen. Es ist eben schwierig, muss wirklich schauen, dass die Einheiten, okay, hier ist eine Stark, die nehme ich auf jeden Fall hier hin. Den nehme ich auch mal hier hin. Die Artillerie muss wirklich da, nehmen wir die hier hin, hier hin. Hier hin, genau, hier hin. Hier hin und dann werden die dann, können die jetzt schon, No, nein, sir. können sie nicht. Der. Okay, das hat gepasst, das hat funktioniert. Das ist nämlich gut, dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Können wir die schon mal ein No, bisschen sir. verstärken? Was mache ich mit dem? Der kommt auch noch oben. Ja, der ist jetzt relativ schwach. Weiß gar nicht, was mit dem machen soll. Der ist eigentlich fast zu schwach. Ich brauche hier wirklich relativ starke Einheiten. Jetzt mal schauen. Die ganz schwachen nehme ich mal nach unten, dass die nicht verwirren. Okay, der ist gut, 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 gut. Die ganz schwachen. Hier haben wir noch mehr Artillerie. Ja, eben den möchte ich eigentlich hier haben. Okay, der ist auch gut. Gut, dann nehmen wir den am oben. Den. Eben wie bereits erwähnt, das dauert jetzt in den ersten Zügen, ist das eigentlich vor allem ein Herumgeschiebe von den Einheiten, aber dafür haben wir es dann nachher einfacher. Ich habe diese Schlacht auch schon in allen möglichen Variationen, also versucht zu spielen. Und ich war eigentlich lange Zeit immer der Auffassung, Entschuldigung, dass man diese Schlacht nur quasi unentschieden oder mit einem taktischen Sieg eigentlich gewinnen kann. Aber ich habe dann herausgefunden, eben, man kann eigentlich jede Schlacht in diesem Spiel eigentlich mit einem entscheidenden 602, also 200 muss auf jeden Fall nach unten. 1500, 500, 600. Ja, ich lasse das mal noch ein bisschen.
kann die Formation ändern. Was eigentlich hier? Kann der auch schon die Formation ändern? No, sir. Ich glaube, das haben wir schon versucht. No, sir. Ja, ich glaube, wir warten bis zur nächsten Runde, bis wir... da ist ja schon der Gegner. Ah nein, jetzt bin ich ein bisschen weiter nach oben. Jetzt dachte ich schon, der Gegner ist aber schon nahe. Gut, dann beenden wir... Ah, die Kavallerie da unten ist halt auch noch nach oben. So, speichern wir zur Vollständigkeit nochmal. Runde beenden. Gut, und jetzt seht ihr, der Gegner ist schon quasi vor Ort. Wir werden allerdings noch nicht, also wir haben ja hier jetzt schon die Möglichkeit, ihn anzugreifen. Wir werden das aber, noch nicht tun. Sondern werden unsere Artillerie mal schon verstärken. No, sir. Genau, No, sir. Nein. Der. No, sir. Nein. Okay, gut, da haben wir immerhin 5 Kanonen, mit denen wir das Feuer eröffnen können. Ihr geht nach unten. Ihr seht, die Lauferei setzt den Männern bereits schon extrem zu. Den nehmen wir mal hier. Warte mal, doch, den nehmen wir. Obwohl, warte mal, macht das Sinn, dass ich die Einheiten... Ich könnte ein bisschen... Ah, warte mal, was ist denn hier los? Genau, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee, aber was ich eigentlich sagen wollte... ich werde die nämlich hier ein bisschen, die Frontlinie ein bisschen verkürzen. So. Aber eben, es ist wirklich jetzt nur noch in dieser Runde und nachher wird es dann natürlich einfacher. Vor allem beginnt in der nächsten Runde dann eigentlich schon das Gefecht, also die Schlacht besser gesagt. Die ersten Schüsse wären eigentlich hier gefallen durch den Angriff von Hooker. Wo haben wir ihn? Wo ist denn der Hooker? Ah, hier Joseph Hooker, Fighting Joe Hooker. Aber da ich ja jetzt meine Aufstellung geändert habe, wird das anders aussehen. Hier beginnt die Schlacht mit dem Angriff von die haben noch gar keinen Befehlshaber. Okay, das sind die Kanonen, die sind Nachzügler, die unbedingt befestigen. Es geht gerne mal bei mir vergessen, dass ich die noch befestige. Ist aber sehr, sehr wichtig. Ich werde jetzt sogar die nochmal ein bisschen verstärken, weil... At ease, man. So, ich glaube, das reicht. No, sir. Gut. Ich glaube, wir haben alles getan. In welcher Runde sind wir eigentlich da schon? 3? Ja, ihr seht auch 26 Züge. Man hat gar nicht da so wahnsinnig viel Zeit. Kann ein Vor- oder auch ein Nachteil sein. Also in unserem Fall eher ein Nachteil, weil wir ja beabsichtigen, den Gegner zu schlagen. So. Gut, da ist gerade ein Pferd galoppiert.